der meint hier. Viel Spaß mit Ralf Rombach. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie hier Platz genommen haben zur zweiten Aquarieneinrichtung am heutigen Tage. Wir haben heute Morgen ein kleines Pflanzenaquarium eingerichtet und werden jetzt ein ganz anderes Thema machen, nämlich ein Aquarium eigentlich komplett ohne Pflanzen. Das ist ein Richtung Biotop-Aquarium, wird das gehen. Und zwar mit dem Thema, dass wir ostafrikanische Grabenseen. Da gibt es mehrere Seen, den Malawi-See, den Tanganyika-See und noch ein paar kleinere weitere. Für die Aquaristik relevant sind eigentlich die beiden großen, der Malawi-See und der Tanganyika-See. Und vor allem im zweiteren, im Tanganyika-See, gibt es eine hochgradig angepasste Tierfauna, die auch vor allem von ihrem Verhalten her für Beobachtungen im Aquarium äußerst interessant sind. Ich möchte Ihnen mal zwei zeigen. Das ist einerseits ein gelber Schlangenzischlibe oder goldener Tanganyika-Seebuntbarsch, wird so etwa 10-12 cm groß und ist ein Tier, welches im Bereich des Steinriffes vorkommt, hauptsächlich manchmal in die Steine selbst reingeht, in die Höhlen rein, aber auch ein bisschen ins Freiwasser sich zurückzieht. Und die zweite Gruppe, die hochgradig angepasste Tiere sind, sind die sogenannten Schneckenbuntbarsche. Wir haben hier eine Art Lamprologus ocellatus. Relativ kleine Tiere, hochgradig angepasst, die brüten, nämlich, oder die ziehen ihre Jungfische in leeren Schneckengehäusen hoch. Und dann gibt es dann die eine Anekdote bei einer Art, nicht bei dieser Art, wie die ersten Importe nach Europa, also Exporte aus dem Tanganyika-See, Importe nach Europa vorkamen. Da wurden die Tiere genommen und die weiblichen Tiere sind kleiner, die haben sich die Schneckenhäuser zurückgezogen. Und die Fänger haben dann die Schneckengehäuse weggeworfen und was sie exportiert haben, waren nur und ausschließlich männliche Tiere. Und dann wunderte man sich ja jahrelang, warum in Europa keine Nachzuchten von den Tieren gelangen. Bis man verstanden hatte, dass die weiblichen Tiere in den Schneckengehäusen ganz standorttreu vorhanden sind. Der Tanganyika-See oder auch solche Seen haben verschiedene Lebensbereiche. Einerseits zum Beispiel die Freiwasserzone, das kann man in so einem kleinen Aquarium nicht nachbauen, weil da die Tiere entweder relativ groß werden oder sehr, sehr viel Schwimmraum brauchen. Also das geht wirklich nur in größeren Aquarien. Der zweite Block ist dann eigentlich die Tiere der Bodenzone. Da gehören zum Beispiel die Schneckenbuntbarsche zu, andere auch grabende Fische, die dabei sind. Die dritte Zone sind dann die Fische im Prinzip das, was wir als Steinriffbewohner bezeichnen oder im Brunas aus dem Malawisee ist dieser Begriff, also Tiere, die am Stein, Höhlen bewohnend an und in Steinufern vorkommen. Und dann gibt es auch noch Tiere, die in den Brandungszonen der Seen leben, eine ganz hochgradig angepasste Tierart. Auch diese letzte Gruppe kann man in einem so kleinen Aquarium nicht dauerhaft leben, das geht nicht. Was wir Ihnen jetzt im Prinzip hier an diesem Aquarium kurz zeigen wollen, ist, wie richte ich eigentlich so ein Aquarium ein, dass ich einerseits diese Schneckenbuntbarsche drin pflegen kann und andererseits auch die Tiere, die in den Riff oder in den Steinaufbauten vorkommen. Dazu haben wir auch aus Zeitgründen ein paar Sachen vorbereitet. Wir werden in diesem Aquarium, was vom Volumen her netto 112 Liter, brutto 112 Liter beinhaltet, ca. 40 bis 50 Kilo Steine Material dort verbauen. Da muss man natürlich immer an Sicherheitsaspekte denken. Da liegt eine relativ hohe Last auf der Bodenplatte. Die müssen wir irgendwie sichern, dass das Glasaquarium nicht reißt. Das ist das Einfachste. Man nimmt sich eine übliche Aquariumunterlegmatte, schneidet die passend zu und legt die also in trockenen Zustand in das Aquarium rein. So, als zweites installiert man eigentlich in so einem Becken die wichtigste Technik. Das ist einerseits der Aquarienheizer, der das Aquarium auf eine Temperatur von idealerweise in einem See, Tanganyika-See ist relativ warm, etwa 27 bis 28 Grad einstellt. Und es sollte natürlich auch Ziel sein, dass man diese technischen Geräte, die man unbedingt braucht, auch im Aquarium später dann optisch nicht sieht. Weil es ist ja nicht schön, wenn man nur die Technik sieht, sondern man soll ja eigentlich das Aquarium selber beobachten. So, das heißt, wir platzieren den Heizer ganz hinten in die Ecke und Ziel ist nachher, dass man den überhaupt nicht mehr sieht. Es
Sie sehen schon, dass mein Kollege, der Herr Dietrich, anfängt, Steine aufzuschichten. Sie merken auch, wir haben auch gar keinen Bodengrund drin. Den füllen wir erst nachträglich ein, weil, wenn wir hier anfangen, einen Steinaufbau zu machen, man muss wissen, dass viele von diesen Tieren graben. Und die fangen an, dann dieses ganze Material zu unterhöhlen und irgendwann fällt das ganze, der ganze Aufbau in sich zusammen. So, das zweite, den wir auch sehr früh installieren werden, ist im Prinzip das Ansaugrohr von dem Aquariumfilter, den wir ganz zum Schluss zeigen werden. Weil auch das Ansaugrohr soll ja später hinter dem Steinaufbau verschwinden und nicht mehr sichtbar sein. Den platzieren wir, soweit es nur irgendwie geht, in eine Ecke rein. So, theoretisch kann man diese Steinaufbauten auf verschiedene Art und Weise machen. Wir haben jetzt hier einen dunklen Basaltstein, bitteschön. Ist das Absicht, dass Sie das Rohr so mal in die Heizung setzen? Ja, das ist Absicht, aus dem Grund, weil wir da hinten im Prinzip eine normalerweise strömungsarme Zone haben. Und wenn der Heizer an ist, der saugt dann das warme Wasser hinter dem Steinaufbau wirklich unten weg, durch den Filter und ins Becken zurück. Ansonsten bekommen wir mit dem Heizer die Temperatur nicht. Wir müssten ihn dann auf die offene Seite hängen und das wollen wir vermeiden. Deswegen sind die auch direkt nebeneinander installiert. So, wir verwenden hier dunkles Basaltgestein. Tanganyika-See ist vulkanisches Gebiet, dort kommt auch dunkles Gestein vor. In der Aquaristik ist es häufig so, dass die Aquarianer doch dann denken, wir nehmen lieber weißes Lochgestein. Das ist nicht unbedingt biotoptypisch oder biotopgerecht. Vor allen Dingen muss man berücksichtigen, diese Aquarien sind entweder ganz frei von Pflanzen oder diese Aquarien haben nur sehr wenig langsam wachsende Pflanzen. Das heißt, weißes Gestein, am besten noch weißer Boden in ein Aquarium rein, viel Licht oben drauf. Diese Aquarien neigen mit der Zeit. Das lässt sich fast nicht so verhindern zur Algenbildung. So, das Schöne bei den Bruchsteinen ist, das machst du nicht. Das Schöne bei den Bruchsteinen ist, dass man die im Prinzip verkanten kann. So, wir werden gleich noch zeigen, die andere Option. Wenn man nämlich Steine hat, die sich nicht gut verkanten lassen, dass der Aufbau in sich selbst tragend bleibt oder tragend wird, muss man die Steine verkleben, damit die in sich haben, weil sie keinen direkten starken Druck auf die seitlichen Aquarienscheiben auslösen dürfen, weil sonst gibt es irgendwann einen Bruch da und dann ist das ganze Wasser aus dem Aquarium raus. Im Prinzip muss man immer mit dem Finger dazwischen kommen. Ne? So. Wenn es dann ans Verkleben der Steine gehen sollte, bieten sich im Prinzip entweder aquarientauglicher Silikon an, das ist das eine. Der hat den Nachteil, dass er auf diesen Steinen relativ schlecht haftet und man muss richtig viel Silikon draufpacken, was dann seitlich rausschaut und das sieht dann nicht so schön aus. Die andere Option ist mit einem Unterwasserkleber, der auf Polymerbasis arbeitet, zu arbeiten. Den kann man sogar auch unter Wasser verarbeiten. Bisschen einfacher ist es im Freien. Das ist ein schwarzes Material, der ist also eingefärbt mit Teeranteilen. Und man streicht den einfach raus. So, der braucht natürlich ein bisschen Zeit zum Aushärten, das geht nicht von jetzt auf gleich. Normalerweise ist die Durchhärtegeschwindigkeit etwa 2 mm, wenn ich es richtig im Kopf habe, pro 24 Stunden unter Wasser. Bei Luftzutritt geht es ein bisschen schneller. Wichtig bei dem Verarbeiten von diesen Unterwasserklebern ist folgendes, dass das zu verarbeitende Material frei von sogenannten Biofilmen, das sind also bakterielle Beläge, sind. Weil wenn die längere Zeit unter Wasser schon gelegen haben, dann fühlen die sich immer ein bisschen glitschig an solche Steine oder andere Materialien. Und das ist ein Biofilm und dann haftet der Kleber nicht gut drauf, der löst sich dann. Also die muss man dann vorher nochmal entsprechend dann reinigen. Zum Beispiel
dass man sie mit einer Desinfektionslösung behandelt. Der war? Wo ist er? Mit diesem Unterwasserkleber lässt sich auch ohne Probleme undichte Stellen in der Silikonnaht auch unter Wasser nacharbeiten. Wir empfehlen aber dennoch, dass das nur eine Notmaßnahme sein sollte, wenn das mal am Wochenende auftritt, weil letztendlich ein Riss in der Silikonnaht ist eine Schwächezone im Aquarium und wird es bleiben. Dann sollte es nicht dazu führen, dass das Aquarium irgendwann, was dann meistens gerne am Wochenende passiert, dann zur vollständigen Undichtigkeit neigt und dann ausräumt. Sehen Sie überall da, wo noch Lücken sind, wo was hält, auch ohne Probleme, farbe ich lieber ohne Kleber. Also ein bisschen in Richtung selbsttragende Struktur. So, damit ist im Prinzip der eigentliche Grundaufbau gelungen. Ich hatte nur versprochen, dass wir diese Ecke hier so weit zumachen, dass wir dies nicht mehr richtig sehen. Andersrum. So. So. Damit haben wir im Prinzip den Grundaufbau stehen von dem Aquarium. Jetzt füllen wir hier noch einen fein weißen, extrem weißen Aquarien, also extrem feinen und weißen Aquariensand ein. So, und wir füllen auch noch ein bisschen zwischen die Steine, dass es auch natürlich aussieht, damit unten der blanke Glasboden rausschaut. So, ist ja optisch schon mal nicht schlecht gelungen, denke ich. Und dann für unsere Schneckenbuntbarsche, die wir dann später in diesem Aquarium pflegen wollen, brauchen wir Schneckenhäuser. Am einfachsten verfügbar sind leere Weinbergschneckengehäuse, die haben eigentlich für die meisten von diesen Schneckenbuntbarschen die ideale Größe. Natürlich gibt es Weinbergschnecken nicht im Tanganyika-See, doch ist es eine andere Schneckenart, die heißt auch Neotauma, die sind auch etwas spitzer. Wichtig bei diesen Schneckenhäusern ist, dass sie dann nicht den ganzen Boden damit auslegen, weil dann können die Tiere nicht ihr Verhalten ausleben. Die sitzen dann zwar schon mal in den Häusern drin, aber wichtig bei deren Verhalten ist, was die weiblichen Tiere vor allem machen, die graben manchmal ganze Schneckenhäuser ein, die sind plötzlich weg, das kann auch über Nacht geschehen, und graben die nach 3 bis 4 Wochen später wieder aus und besiedeln die dann wieder. Also man muss auch immer einige Lücken dort für die Tiere, dass die ihr Verhalten ausleben können, lassen. So, und manchmal ist es auch sinnvoll, die Schnecken auf einen kleinen Haufen zu legen. Das wird von der Einrichtung her schon nach wenigen Tagen, wenn da Tiere eingezogen sind, nicht mehr so bleiben. Die Tiere sind aktiv. Sie werden dann also hier so richtige Sandhügel finden, die dann nach 2 Tagen an einer anderen Stelle sind. Das ist das natürliche Verhalten der Tiere. Das lässt sich nicht verhindern, aber das ist eigentlich das, was wir auch beobachten wollen. Ja. Ein bisschen. Halt. So, und die letzte Aktion ist, dass wir da, wie heute Morgen in dem Aquarium, auch Aquarienwasser einlassen.
Da ist es ganz wichtig, obwohl dieser Sand wirklich hoch rein ist und hoch vorgewaschen ist, dass man das Wasser langsam einlaufen lässt. Zumindest die ersten 6-7 cm. Danach kann man es etwas schneller laufen lassen, weil Schlauch rein und Wassermarsch gibt erstmal ein trübes Aquarium. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel einen Teller drunter stellen, das Wasser über den Rand vergießen lassen oder mit einer Plastikfolie den Boden abdecken. Ich mache dann meistens, wie es hier am einfachsten ist, mit der Hand. Dann nehme ich die vor den Auslauf, platziere und das Wasser dann im Prinzip zwischen den Ritzen, zwischen den Fingern verrieseln lasse. Zwischendurch nochmal eine Prüfung, ob der Steinaufbau hält. Sieht gut aus. Sie sehen auch schon, Sie vorne können Sie sehen, ich sehe es von oben momentan ganz gut, dass das Wasser auf dem Boden und also kaum trübt, auch wenn er jetzt nicht mal von uns vorgewaschen wurde, sondern trocken eingefüllt wurde. So, und man muss natürlich schauen, dass die Schneckenhäuser so platziert sind, dass erstmal die ganze Luft, die in den Gewindegängen enthalten ist, dass die entweicht, weil sonst schwimmen die alle auf. Das dauert dann ein paar Tage, ehe die sich dann nicht voll gesaugt haben, aber ehe die dann auch umgekippt sind und das Wasser dann in die Gewindegänge reingelaufen ist. So, und jetzt haben wir so von mir aus zu sehen etwa 4-5 cm Wasser drin und jetzt geben wir etwas mehr Druck. Dieses kleine Schneckenhäuschen, da ist zu viel Luft drin, das geht nicht runter. Die habe ich jetzt in Bonn bei einem, auf der Messe leider nicht, habe ich jetzt auch nicht gesehen. Ja, dreh ab. Machst du noch mit Filter weiter? Ja. So, wir können das Aquarium nicht ganz voll machen, weil durch das Gewicht des Aquariums plus dem Stein, plus den Steinen, plus dem Sand und dem Wasser wird das Becken zu schwer, um es gleich zu verschieben. Solche Aquarien kann man durchaus auch eingerichtet mit abgesenktem Wasserstand durchaus transportieren. Das ist ohne Probleme möglich. Man muss nur gewisse Sicherheitskriterien wirklich beachten, dass man locker liegende Steine in dem Aufbau vorher entfernt. Wenn der zusammenbricht und der stößt gegen die Glasscheibe, das ist nicht gut für das Aquarium. So, mein Kollege montiert jetzt gerade noch den Filter, den wir gleich unten in den Schrank reinstellen. Auf der hinteren rechten Seite wird im Prinzip das Wasser abgesaugt. Auch das erwärmte Wasser durch die Heizung geht durch den Filter und kommt dann auf der linken Seite raus. Das wird im Prinzip eine dauerhaft gleiche Temperatur erreichen. Der zweite Vorteil, dass wir die Absaugung hinter den Steinen machen, ist eigentlich der, in den Steinen sammelt sich natürlich mit der Zeit auch Abfall, Dreck, Müll an. Den müssen wir versuchen, dort aus den Ecken rauszuholen, weil es sonst doch zu biologischen Prozessen von Bakterien kommt, die nicht gut für die Wasserchemie dieses Aquariums sind und dann letztendlich irgendwann mal nach Jahren auch zu Problemen mit den Tieren führen können. So, ich muss jetzt mal kurz nach hinten. So, und wenn man dann noch ein bisschen Grünes im Aquarium haben will, es macht keinen Sinn, aufgrund der
grabenden Aktivitäten der Fische, dort Bodenpflanzen einzusetzen, sondern dann würde man dort auf sogenannte Aufsitzerpflanzen ausweichen, also Pflanzen, die nicht in einem Boden wurzeln, sondern sich mit ihren Wurzeln, mit ihren Rhizomen an andere Strukturen, ob das jetzt Steine oder ob das Holz ist, festkrallen und auch mit der Zeit dann auch richtig festwachsen. Das, was ich hier habe, ist eine Anubias-Art aus dem westlichen Afrika. Sie sehen schon, dass die Pflanze einen richtig kräftigen Wurzelstock hat. Wenn man die irgendwo in den Boden setzt, das geht mit der auch, also in den Boden einpflanzt, ist es wichtig, dass das Rhizom, das ist im Prinzip dieser gerade liegende Ast, nicht in den Boden reinkommt, sondern nur mit den Wurzeln im Boden hält, weil sonst geht die Pflanze garantiert ein, wenn ich das Rhizom also in den Boden setze. Der ideale Standort für so eine Pflanze ist eigentlich irgendwo hier im Griff festgeklemmt. Nehmen wir noch eine zweite. Man kann die auch, das macht man gerne auf Holzwurzeln, weil sie da ja schlecht festklemmbar sind, mit einem Nylonfaden beispielsweise selbst festbinden. Die gibt es auch vorgezogen im Sofahandel zu erwerben. Sie sehen, ich entferne also hier die Wolle, in der die Pflanze in der Kultur gezogen wird. Mit üblichen Saugern. Weiter. Kann sein, dass man nicht genug Wasser drin ist. So, zum Starten des Filters ist es eigentlich ganz einfach. Wir haben da so einen Starttopf, den im Prinzip so eine Pumpe. Man erst die Luft im Filter komprimiert und wenn die loslässt, zieht die das Wasser über den Rand hinweg. Das funktioniert hier noch nicht, weil wir noch nicht genügend Wasser drin haben. Also der Hub der Pumpe reicht noch nicht aus, um das Wasser über den Rand zu heben. Das heißt, wir müssen erst das Aquarium verstellen, auffüllen und dann geht das ohne Probleme. Also jetzt nicht wundern, dass der Kollege da jetzt an dem technischen Gerät keinen Erfolg hatte. So, ganz zum Schluss bleibt dann eigentlich nur noch die Beleuchtung. Die haben wir schon vorkonfiguriert, also mit den Röhren versehen. Jetzt hat er was gemacht. Das sind im Prinzip Standard-Leuchtbalken mit T5-Beleuchtung. Wir haben hier jetzt eine farbige Röhre eingesetzt und eine weiße Vollspektrumröhre. Die farbige, um die Farben der Fische besser zur Geltung zu bringen. Wie es funktioniert.
So, wichtig bei dem Einsatz von Leuchtstoffröhren, das sollte man immer in der Aquaristik verwenden, ist der Einsatz von Reflektoren. Leuchtstoffröhren senden ihr Licht in alle Richtungen aus. Und das Licht, das nach oben oder seitlich nach oben weggeht, ist fürs Aquarium verloren. Also für eine gute Ausleuchtung sollte man solche Reflektoren verwenden. Diese Reflektoren haben Kunststoffklipse, werden ganz einfach über die Röhre gelegt. Die Röhre wird ein bisschen stabilisiert mit den Fingern und dann einmal klippt und dann hängen die Röhren fest. Die Steigerung der Lichtmenge, die ins Aquarium reinkommt, durch die Verwendung von solchen Reflektoren liegt fast um das Doppelte. Also im Prinzip holt man fast alles seitlich und nach oben abstrahlende Licht in das Aquarium auch selber rein, weil es wäre ansonsten auch energieuneffizient. Wir wollen ja eigentlich weniger den Raum oder die Abdeckung beleuchten, sondern vielmehr das Aquarium. Gut, und zum Schluss. Nein, ist nicht zwingend bei Tanganyika erforderlich, aber sie hat ja eben gesagt, wenn ich da viel Licht einbringe, wenig Pflanzen, das so ein Aquarium zu einer gewissen Algentendenz neigt. Ich würde nicht sagen, jedes Aquarium veraltet, aber es neigt dazu. Da ist es manchmal auch sinnvoll, die Lichtmenge ein bisschen zu reduzieren. Allerdings, wenn ich jetzt an den gelben, goldenen Tanganyika-Bumper sehe, damit die richtig zur Geltung kommen, die Tiere, auch optisch im Aquarium, muss man die Tiere auch entsprechend beleuchten. So, wir werden es gleich noch auffüllen, das Aquarium. Das werden wir aber erst, nachdem wir es am endgültigen Standort verschoben haben und dann den Rest in Betrieb nehmen. So schnell kann man ein Tanganyika-Aquarium einrichten. Wer von Ihnen hat eine Uhr an? Kann man gerade auf die Uhr schauen, wie die Zeit war. 2 Minuten vor mal hier. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Die werden wir zum Aufräumen hier benutzen. Machbar ist vieles in kurzer Zeit, auch stabil. Das sollen für Sie einfach nur Anregungen sein, wenn Sie vielleicht morgen oder am Sonntag noch mal reinschauen. Wir werden jeden Tag noch 2 weitere Aquarien einrichten, ganz unterschiedlichen Typen, mal Richtung mehr Pflanze, mal Richtung mehr Biotop-Aquarium oder auch mal ein bisschen Kindgerechtes machen. Ist ja auch für uns immer der Wunsch, dass Kinder an das Hobby herangeführt werden. Sollten Sie nicht mehr da sein, wir haben ja hier unseren professionellen Filmer, den Herrn Döring. Diese Filme werden von uns auch zeitnah in YouTube eingestellt. Das heißt, Sie könnten die sich dann auch online im Internet gerne nochmal anschauen. Damit bedanke ich mich bei Ihnen für Ihr Interesse und hoffe, dass Sie ein paar Anregungen mitgenommen haben. Dankeschön.